Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von Tesla-Fan. Hallo, hier ist wieder Tesla-Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Abo wäre super, Daumen hoch fürs Video wäre klasse. Weitere Informationen unterhalb des Videos, wie auch Weiterempfehlungslink, Twitter-Account und ein paar andere Videos. Kommen wir zum Tagesthema. Das Tagesthema ist ein sehr günstiges EV in Amerika. Das wird jetzt zum Verkauf im August angeboten und es ist nicht nur eins, es sind zwei EVs, die dort angeboten werden. Und die Frage dabei besteht, ob die denn hier wirklich rüberkommen. Der Name dieser Firma ist Kandi. Ein Newcomer, wie auch bei Tesla oder Lucid oder so etwas, haben die sich eben drauf gestürzt und haben jetzt angefangen, eben Elektroautos zu entwickeln. Ja, man muss $100 sozusagen hinterlegen, dann kann man so ein Auto kaufen. Und der Start der Auslieferung soll schon im vierten Quartal der Fall sein. Also das ist nicht so, dass man jetzt $100 dann hinterlegt und dann muss man lange warten, bis man das Fahrzeug kriegt, sondern es soll schon der Start am Q4 sein. Das Auto, was ihr hier seht, das ist der Kandi K23 und es gibt noch den Kandi K27, das ist der andere, der kleinere. Der größere kostet nach Steuern, 22.500 Dollar, der kleinere 12, knapp $13.000. Wenn man das jetzt umrechnet, ich denke mal, der kleinere würde in Deutschland als Tipp so 17 kosten vielleicht und der größere würde dann so um die 27 kosten. Wenn man dann die Vergünstigungen herunterrechnet, dann würde man bei dem teureren bei so 18 schätze ich mal liegen. Im Moment und bei dem kleineren bei 10.000 ungefähr liegen. Aber was können die beiden? Ja, die beiden haben der K27, der gewöhnungsbedürftige, also der K23, den finde ich noch ein bisschen ansprechender, der K27 ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Der K27 hat 17,7 Kilowattstunden Batterie. Das ist nun wiederum nicht allzu weit. Was erwartet man an Reichweite? 160 Kilometer. Und das ist dann ja immer gerechnet nach der EPA, also nach der amerikanischen Norm. Da ist es so, wenn ich das Fahrzeug mir anschaue, ich glaube, der CW-Wert wird nicht das Optimum sein. Und auf deutschen Autobahnen wird da natürlich die Reichweite stark heruntergehen. Insofern ist das Fahrzeug wirklich ein Fahrzeug, was man in der Stadt nimmt, um von einer Seite zur anderen zu kommen oder kleinere Einkäufe, Transport vielleicht von Kindern zum Sport und so weiter. Also alles das, was heutzutage so innerhalb eines kleineren Umkreises gemacht wird, wird dieses Fahrzeug vollkommen ausreichend sein. Der andere hat eine Kapazität von 41,4 Kilowattstunden und das ist natürlich dann schon eine andere Kategorie. Da soll man bis zu 290 Kilometer weit kommen und da würde ich sagen, das ist ein Fahrzeug, womit man auch kleinere Touren ohne weiteres machen kann. Die Fahrzeuge haben, ich schätze mal, einen 7 Kilowatt Lader drin, also was Kleines, braucht man für solche Batterien, ist es auch nicht unbedingt notwendig, jetzt einen 22 Kilowatt Lader drin zu haben. Ob sie schnell laden können, das kann ich nicht genau sagen. Ich würde meinen, der kleinere braucht kaum eine Schnellladung, weil wenn der so 7 Kilowattstunden oder vielleicht sogar 11 Kilowattstunden Lader drin haben sollte, dann wäre er bei 80% auch nach einer Stunde oder so etwas. Also das würde, glaube ich, schon gehen. Der größere sollte schon einen Schnelllader haben, damit man eben, wenn man auf kleineren Touren ist, auch etwas wieder zuladen kann. Ob diese Fahrzeuge dann
im Endeffekt irgendwann mal nach Europa kommen und nach Deutschland kommen, ist natürlich nicht unbedingt sichergestellt. Ich finde es nur eben interessant, dass in allen Kontinenten ja viele, viele Fahrzeuge erst einmal entwickelt werden. Die Sache ist, wie lange oder können diese Fahrzeughersteller wirklich im Wettbewerb bestehen, weil es eben nicht so ist, dass man einfach nur ein Fahrzeug verkauft, sondern man doch irgendwie dafür sorgen muss, dass Ersatzteile vorhanden sind und dass auch Gewährleistung gemacht werden kann. Und dazu gehört natürlich irgendwie eine Logistik, die man aufbauen muss. Und das könnte natürlich schon eine Problematik sein, denn diese Logistik oder diese Basis erstmal aufzubauen, das kostet natürlich eine ganze Menge Geld. Ja, also nochmal zu meiner Einschätzung, der K27, ja, der ist, glaube ich, da würde ich eher ein VW ab oder so etwas nehmen. Ich glaube, die liegen gar nicht so weit auseinander. Der K23 sieht so ein bisschen futuristischer aus. Den finde ich an sich so ganz charmant. Es kommt nachher darauf an, was ist an Ausstattung alles drin in den Fahrzeugen. Das Gesamtpaket zählt und darüber wurde jetzt hier noch nicht so viel preisgegeben. Ja, das soll es gewesen sein. Mal wieder ein interessantes neues EV auf dem Markt. Also die Menge oder die Anzahl der verschiedenen Fahrzeuge nimmt zu. Aber ich denke, gerade die größeren Unternehmen wie VW, Mercedes, Audi, Ford und so weiter, die kommen natürlich jetzt auch und dann wird die Anzahl von EVs so groß sein, dass man wirklich sich etwas aussuchen kann. Die Preise werden dann auch in eine Region sinken, wo sie dann einfach auch konkurrenzfähig sind zu den Verbrennern. Und es wird mehr Wagen auf dem Gebrauchtmarkt geben. Was eben entscheidend ist, dass einfach jemand, der ein kleineres Budget hat, sich eben auch ein EV kaufen kann. Momentan ist dafür für das kleine Geld sehr, sehr wenig zu haben. Aber die Entwicklung geht dorthin. Wir brauchen bloß ein paar Jahre warten und dann werden wir genügend Fahrzeuge haben, sodass auch jeder, der nur ein kleineres Budget hat, sich eben ein EV anschaffen kann, wenn er das möchte. Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.